Boah. Warum roll ich denn schon? Ich hab eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Was? Ja. Lass mich mal vor, ich fahr schnell in die Box. Kann das mal jemand im Chat schreiben? Ich komme an meine Tastatur gerade nicht ran. Dann habe ich wenigstens noch eine Chance, sonst muss ich jetzt warten. Bin von der Kupplung gerutscht. Dann kann ich wenigstens immer durchfahren und fehle mich hinten wieder ein bei euch. Schieb beschwert sich schon. Bullet! Ja, ich bin weg! Ich bin der Geilste! Kann das mal jemand für mich schreiben? Ich fahre gerade so schnell. Wie gesagt, ich komme leider gerade nicht an meine Tastatur ran. Wer war denn letztens? Mad Dog, wa? Mad Dog, der hat was los. Genau, ich mache jetzt den Mad Dog. Entschuldigt, Leute, ich habe einen Fehler. Meine Wertung ist sowieso verkackt. Ich kann nur von hinten. Also, hinterherkommen meine ich jetzt nicht. Entschuldigung, also wie gesagt, total hetero und so. Ich mag Brüste. Ja, nee, also ich, wie gesagt, ich fahre jetzt schnell in die Box. Und dann fehle ich mich hinten wieder ein. Ja, klärst ihn halt nach dem Rennen auf. Ja, ja, das wird sicher. Ah! Jetzt kriegt hier nochmal eine Zeitstrafe, war ist egal. Die 5 Sekunden hier schmerzen. Du kannst übrigens, mir aufgefallen, du kannst den, das Spiel nur neu starten, wenn du jetzt der Horst bist. Dann kannst du jetzt Escape machen, Sitzung neu starten und dann gibt es sofort einen Neustart, ohne Qualifying oder sonst irgendein Kram. Wenn du jetzt aber auf dem Server bist, geht's nicht. Deswegen konnten wir den Abend nicht neu starten. Ah, okay. Vielleicht kannst du auch nur der Horst, der in dem Moment der Horst ist, dass er einfach Escape drückt und dann Sitzung neu starten. Also wie gesagt, alleine geht's, wenn du selber einen machst. So, jetzt seid ihr alle wieder schön an mir vorbei. Hat der geklappt? Kann mich wieder hinten einfädeln. Haha, und ich bin aus den Unfällen heraus. Aber nur minimal, also alle sind auf der ersten Kurve gekommen. Fliegt hier gerade durchs Kiesbett. Aber war eine clevere Idee, jetzt hänge ich wieder hinten dran. Ha! Die Andi hat einen Fehler gemacht. Ich sehe noch Staub. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, durch diese Einführungsrunde, wenn ich jetzt speziell, da sind die Unfälle wirklich bisher immer an Grenzen geblieben. Ja, weil wir so langsam alle aufeinander eingestimmt sind. Der SLS ist hier wirklich benachteiligt, oder wer war das hier hinter mir? Ach nee, ist ein Essen. Wollte ich gerade sagen, weil der SLS, der Andi müsste das sein, der ist ja abgeflogen. Vorsicht, Komavi, mein Freund, ich bin hinter dir. Nicht, dass wir uns wieder in die Wolle bekommen. Bei uns jetzt immer Kleinholz, wenn wir uns begegnen. Schieb spielt gern mit seiner Lichthupe. Ich weiß nicht, ob der die Regeln nicht gelesen hat, aber bei Spa ist mir so eine Wiederholung aufgefallen, fährt auf der Geraden hinter mir hinterher, blink, 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 weißt du? Soll mich schön irritieren. Und dann hörst du noch irgendwie im Chat, da hat er irgendjemand angeblinkt. Oder ich bremse gleich zurück mit meinen Bremslichtern. Oder ich blink gleich zurück mit meinen Bremslichtern. das hat mich so ein bisschen geärgert. Dachte ich, erwähne ich es jetzt? Denke, ach, scheiße. Das habe ich in einem Community-Rennen mal gemacht, aus Versehen. Habe einen Lichtschalter angemacht, weil es zu dunkel wurde. Der Typ vor mir war in der Kurve irritiert und ist gleich abgeflogen. Dachte ich, geil. Ich hab stattdessen immer das Licht angemacht. Schöner Fight hier mit Komavi, ist schön eng. Ich komme an, schieb nicht ran. Wow, wow.
Oh, das war aber knapp. Das ging beinahe rein. That's the fastest lap of the race. Great lap. Also ich muss darauf hoffen, dass der Sheep einen Fehler macht. Kann mich hier auch nicht so wirklich vorbeipressen, ohne jemanden rauszuhauen. Jetzt hat er einen Fehler gemacht. Vorsicht, bin innen. Jetzt habe ich einen SLS vor mir. Wer ist das? Müsste der Quattro Andi sein. Ach, dann bist du da vorne, Yami, okay. Genau, Quattro Andi ist es. Ach, der war aber. Oh. Die Schikane war auch übel da eben. Oh ja, bei euch entwickelt sich ein richtiges Dreierpaket da hinten. Ja, jetzt wird's richtig eng hier. Ich klebe euch beide, Minik. Jetzt hat er mir eine verpasst. Ich bin vorbei an ihm. Oh. Aber war okay, er hat mich wahrscheinlich nicht gesehen. Gab einen leichten Ditcher. Alter, was ist denn los? Ich komme hier immer raus auf einmal. In? Ich sehe ihn ja nicht mehr. Shit. Ich sehe ihn ja nicht mehr, nicht mal im Spiegel. Scheiße, Zeitstrafe. Ach, er ist rausgeflogen. Weiß nicht, ich hab's auch nicht gesehen. Plötzlich war er weg im Spiegel. Sauber vorbeigestochen. Und die wieder den gleichen, wa? Wieder den gleichen Fehler. Wieder habe ich jetzt gepennt. Und ich bin wieder fast hinter dir in der Hälfte. Vorsicht, bin rechts. Ah, links, 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 links. Aber wir haben uns nicht berührt. Ah! Jetzt schon! Nein, er ist hinter mir. Ja, mit dem fight ich die ganze Zeit schon hier so ein bisschen. Aber ich bin schneller als jetzt wir. Etwas. Oh, Daniel! Flogen. Immer noch schön eng bei euch sein. Nein, wieder ein Fehler. Und trotzdem bremsen noch eine Zeitstrafe. Das gibt's doch nicht. Ey, hört da auf, Leute. Was soll ich denn machen? Ey, es ist ärgerlich. Du gibst noch voll, wenn du merkst, dass du die Grün, den Grünstreifen berührst. Voll in die Eisen. Weil es hilft ja manchmal. Und trotzdem hat er mir dann noch eine Zeitstrafe verpasst, als ich wieder auf die Strecke kam. Ich habe ja mehr Zeit verloren, als ich gewonnen habe. Das ist total bescheuert. Das ärgert mich so ein bisschen, aber Musa. Boah! Alter, letzte Rille.
Ich bin gerade so weit vorbei gequetscht an der Schikane da. Hab ich ihn jetzt getroffen? Ja, ich hab dich getroffen, fahr vorbei. Ne, ich hab den Audi an ihm ein bisschen berührt. Merkst du aber leider nicht, daher hat er mich jetzt ein bisschen angeblinkt, weil ich ihn gleich wieder vorgelassen. Schöne Vierergruppe hier. Vorsicht! Wow. Schön, dass ich von der Vierergruppe im Moment noch verschont bin. Ich habe volle freie Fahrt. Ist keiner hinter mir und noch keiner vor mir. Ja, die hätte ich bestimmt schon bekommen. Aber immer wieder Fehler. Ja, weißt du, was du in deinem Setup gemacht? Ich nicht. Aber nicht viel. Nur den Sturz, ein bisschen Druck. Ich hab Bremse. Bremse und Motorkühlung. Mehr eigentlich nicht. Ein bisschen Flügel habe ich hinten weggenommen. Da stand auf 9, da ist er jetzt auf 6 oder so. Ich mag auch die Übersetzung hier nicht, weil ich finde von den Einstellungen überhaupt nicht, was davon der Flügel ist. Abtrieb. Abtrieb? Mhm. Okay. Das ist ja schon mal. Oh, Entschuldigung, ich stand voll auf der Bremse. Ich konnte nicht mehr bremsen. Vorsicht, ich bin links. Ich lasse dich aber wieder vor. Zu dritt durch die Kurve. Entschuldigung. Erinnere mich bitte daran, dass ich dich gleich ein bisschen leiser. Ich hab's nicht gespürt. Ich hab nur gemerkt, dass mein Heck quer kommt. Konnt's gerade noch halten und zog dich mit. Oh Mann, ey. Komme ich dem Schieb näher? Kann das sein? Ohne Spaß, ich komme dem Schieb näher. Ich rieche Platz 3. Ja, jetzt habe ich es verkackt. Ah, nee, doch nicht. Ich bin links, Vorsicht. Vorsicht, immer noch links. Ah! Ey! Ja, wo bleib ich denn jetzt? Ich bleib lieber links. Nee, weil hinter mir wollte gerade Komavi entweder vorbei oder. Wollten jetzt noch nicht so blockieren. Wow! Ja, geil, Zeitstrafe, ey. Dieb wurde getrennt, hat Verbindung verloren. Sehr schön, schon mal einen Platz mehr. Ja, ich bin Dritter, läuft. Aber der Disconnect von dir hätte mir beinahe das Rennen kaputt gemacht, hätte nicht viel gefehlt. Das war wahrscheinlich so ein typischer Absturz. Der ließ sich nämlich irgendwie Hab ich die Kurve nicht gesehen? Den Scheitelpunkt nicht? Weil du davor warst, ja. Dass ich was nicht kann? Alles. Du. Jetzt auch gerade. Jetzt auf. Ja. Genau, und ich bin vorher auch so, aber da habe ich dich ganz leicht touchiert.
Ich habe die Telemetrie nicht an in dem Moment, sonst hättest du es sehen können, aber man wird es wahrscheinlich später im Clip sehen. Ich habe wirklich... Nee, ja, wirklich. Es ist manchmal so eng. Der hat bestimmt ein scheiß Setup. The driver in front extended his gap to 3 seconds. We've still got the pace to catch him, so keep the pressure on. Ich denke immer bei der letzten Kurve vor Start und Ziel, wenn ich da im Rückspiegel so weit blau sehe, Komabi hängt mir im Heck. So was anderes. Verbremst, verbremst, verbremst. Oh Mann, ey. Die Kurve ist auch nicht so mein Freund hier. Ich kann eigentlich eine ganz andere Linie nehmen da. Hätte die erste oder was? Ne, so eine langgezogene links. Ich frage mich nicht, welche das ist. Dritte, vierte? Also die im Infield. Ja. Ich mag die erste, die allererste Kurve nicht. Also diese komische Schikane und dann diese Rechtskurve da. Das ist ja bei uns mit dem TS, da kann ja noch nichts sagen. Also bei mir zumindest. Dieb ist wieder online. Shit, schreibt er. Komabi. Ich habe jetzt zwischen die Kurve nicht gekriegt. Bin aber irgendwie froh, dass der Andi mir nicht hinterherkommt. Das ist gut. Bei der SLS müsste hier eigentlich deutlich im Nachteil sein wegen diesen vielen Kurven. Normalerweise. Ja. Tierisch geruckelt. Bildmäßig? Ja. Das kann am Server liegen. Das hab ich auch manchmal, weil im wenn jemand dazukommt, ist bei mir so meistens. Ja. Oder wenn kurz stehen bleibt. Das war aber nur minimal, oder? Ja, mal ganz kurz, aber wenn du gerade in der Kurve warst, hat schon extrem gestört. Gerade beim Einlenken. Jetzt gerade einlenken und dann hackt's. So wie jetzt eben gerade. Ah, nein, nicht schon wieder. Ah, scheiße.
musst eindeutig beim Rennfahren mehr meine Klappe halten. Nicht nur du. Ich habe gerade 2 Sekunden pro Runde auf den Quattro Audi angeholt. Ja, weil der Quattro kommt mir auch näher. Ja, wir werden wieder weggehen. Der Jared muss ein verdammt gutes Setup haben. Der hat schon 20 Sekunden Vorsprung. Ja, Pflichtstopp müssen wir, ne? Ich glaub ja, ich weiß es aber nicht. Your pace is dropping in and out a little bit. Try and refocus, line up some good, strong, consistent lap times. That's our second warning for cutting the track. Guck mal, jetzt wird der Audi-Andi nervös. Das ist schon ein Fehler gemacht hier. Ja, deswegen habe ich auf einmal so einen Abstand bekommen. Wie so. Ja, er merkt, dass ich näher komme und wird wahrscheinlich nervös. Warum habe ich jetzt eine Feldstrafe bekommen? Ich bin doch ganz normal durch die Straße gefahren. Ja, wenn du jetzt noch kurz vorm Überholen das Licht einschaltest, fliegt er ab. Kann mal jemand Ja schreiben irgendwie? Der fragt nach dem Pflichtstopp. Ich kann ja nicht, meine Tastatur liegt so weit weg. Ja, meine liegt auch so weit weg. T, J, A. A. Ah, ja, schön, genau, das war's. Ey, das gibt's nicht, weißt du? Himmelarsch. Oh, ich bin weiter. Mach mein Stopp jetzt. Ja, ich mach meinen Stopp ein bisschen später. Und ich denke auch mal, dass ich die Reifen wechseln werde, nur um sicher zu gehen. Nachtanken brauche ich nicht. Okay, let's try and stabilize these lap times now and keep focused. Aua. Gar nicht erzischt diesmal. So, Freunde. Krieg. Krieg der Welten. Ich kann euch nur sagen, ihr solltet die Projektile ganz dringend auf den Boden legen. Und wer mich kommen sieht, Platz machen. Jetzt habe ich das Messer zwischen den Zähnen hier.
Your lap time's a little bit erratic. Try and line up some strong, consistent laps. Keep focused and get back on it. Alter, warum ist der eigentlich auf einmal so schnell? Ich hatte vorhin noch 10 Sekunden gehabt. Jetzt habe ich nur noch 6 Sekunden. Hat von euch gerade jemand einen Boxenstopp gemacht? Ich. Hab mich gerade gehört. Boah, nee, ich glaube, ich muss eine Runde früher rein, das geht nicht mehr. Ah, sehr schön, der Andi ist jetzt auch in der Box drin. Switch on and stay focused. We need consistent lap times now. Really push hard. Hey, da hat er sich verbremst. Ja, eigentlich die Boxen. Wo ist denn eigentlich die Boxeneingang? Ach, da hinten. Ich hab noch nicht so wirklich gesehen. War das ein Bier? Nein, ein Spezi. Genau, fährst du in Schlacht auf verschiedenes alles. Ja, wieso, ich bin doch eh gerade in der Box. Ich kann doch die Gelegenheit mal einen kurzen Schluck zu nehmen. David wurde getrennt. Der Zweitplatzierte also. Sehr schön. Ja, ich bin doch vom Mann hier rausgekommen. Treppchen. Treppchen ist ja noch drin. Bei mir ist vor mir der Komavi. Also 2 von 8? Ja, bei mir sind es auch noch 8. Ich bin 6er. Na, da sind ein paar rausgeflogen wieder. Man sollte ganz dringend die Pornos ausmachen beim Spielen. Nicht saugen. Zieht extrem am Ping. Ich wollte mir klemmen, aber den musste ich jetzt unterbringen. Ne, das ist, Kumpel sagt das immer zu mir. Wenn man beim Spiel rausliegt, sagt er, du sollst ganz dringend die Pornos ausmachen. Die runterlädst. Welchen Platz hattest du denn vorher? Ach so. Ja, manche waren ja noch in der Box. Ja, wollte ich gerade sagen, man merkt es manchmal gar nicht, dass welche in der Box waren. Fährt vorbei und guckt, ey. Doch, also laut meiner Statistik bist du jetzt Zweiter. Hast du bestimmt in der Box überholt.
Aber ich bringe wahrscheinlich einen Andi mit. Der pusht ganz schön. Okay, Komabi haben wir in der Box geschnappt. Ja, der ist auch rein. Andi, lass mich in Ruhe. Mir nicht meinen dritten Platz weg. Ich mag einfach diese runden Kurse, wo du dich so aus den Kurven rausbeschleunigen kannst. Ich mag diese engen Schikanen nicht, so wie Nürburgring hinten die letzte. Das ist überhaupt nicht meins. Ich mag nicht so enge Strecken. Ne, Monaco ist auch nicht meins. Ist zwar eine schöne Strecke. Ja, die musste man nachfahren. Da sieht sie geil aus. Aber ich war die auch nur alleine. Mit KI und so, das kannst du vergessen. Das habe ich auch noch nicht versucht, nachts, siehst du? Da könnte man ja auch mal gucken, wie das aussieht. Bei Nürburgring war ja, Nordschleife war ja letztens schon der Hammer nachts. So gut beleuchtet, die kannst du sogar mit einem Formel 1 Auto fahren. Ich habe ja gerade das nächtliche Monaco für mein neues Profil gefunden. Ja, nicht gesehen, muss mal gucken. Nicht letzte Rille ist, was ich hier gerade mache. Frag mich mal. Dann weiß ich es aber auch nicht. This guy's right on your gearbox. See if you can put a trick on him and slow down in the middle of the last corner and try and punch away onto the straight and break the slipstream. Ich werde dem Yami Grinder reingeknallt. Your lap time's a little bit inconsistent. Focus on those braking markers. Stay sharp. You can do it. Was ist los? Ich bin ja ein Gott. Im Abfangen heute. Ey, das war geil hier. Mecker der Geilste heute. Ja! Ach so! Warum? Weil die Tür hättest du eigentlich zumachen können. Ich hätte mir. Ach so! Ich hab mir halt gedacht, okay. Hast eine andere Linie? Ich nutze die Lücke. Ich steck da oft in solchen Situationen auch mit Absicht zurück. Ich auch. Bevor es naja scheppert. Und dann sind wir beide in der Box. Kann sein, dass du gleich Besuch vom Andi kriegst. Ich hab doch gesagt, du kannst gleich besuchen. Aber danke, dass du ihn ein bisschen aufgehalten hast. Das ist schön, jetzt habe ich gleich 3 Sekunden aufgeholt. 4. This guy's all over you, filling the mirrors. Time to cover the inside line and brake as late as you can.
Ist auch unglaublich, dass ein SLS das Rennen anführt. Hätte ich nicht gedacht. Ein blindes Korn findet auch mal einen Huhn. Oder so ähnlich. Für anderen eine Gräbe grub, sich selber in die Hose pupt oder so. War das doch, gab's da auch noch. Kennst du nicht? Hab ich noch nie gehört. Wer anderen eine Gräbe grub, sich selber in die Hose pupt. Kennt jemand noch Mirko Nonchef von euch? Nie gehört. Der hat's damals mal in so einer Comedy-Sendung, RTL Samstagnacht oder so hieß es, hat sich so in meiner Kindheit eingebrannt. Ich weiß nicht mehr, ich hab in meiner Kindheit zu viel Donkey Kong. Hast du den nicht schon? Okay. Ich war Runde 16 drin. 19. Hab gleich meinen Schaden repariert, als ich Ja geschrieben habe. Und die Reifen gewechselt. Ich glaube, ich wollte sowieso in dem Dreh rein. Nee, genau. Der alte Kohl, Bundeskanzler Kohlwitz. Ja, ich kenne ihn so als Bundeskanzler Kohl, dass er den damals, dass der den Thunfisch erfunden hat. Ah, jetzt weiß ich wenigstens, wer den Thunfisch erfunden hat. Ja, Kohl. Stand da in seinem Badeurlaub mit seinen Freizeitpampers mit Nässeschutz so hüfttief im Wasser. Und da ist ihm so ein Fisch durch die Beine geflutscht, so mitten durch die Beine. Und da hat Kohl gesagt, muss nicht Thunfisch. Und so ist der Thunfisch entstanden. Kenn ich zumindest so. Alter, was man hier so alles aufgabelt. Ein anderes Wort für Arschgeige, kennst du den? Nein. Das ist Analvioline. Hab ich auch noch nie gehört. Uralte Dinger. So, jetzt muss ich nichts mehr sagen, sonst bevor ich wieder Fehler mache. Und krieg wieder gleich eine Rüge von Racing James. Wie der große Artikel jetzt in dem Video. So schlecht habe ich dich noch nie fahren sehen. Ja, hat er recht gehabt. Aber der Abflug in Eau Rouge, der war der Hammer. Die Kameraperspektive hat genau gestimmt. Wie ich da an die Bande eingeschlagen bin. Ja, aber auch die Frage, warum einer keine nicht mit einer Cockpit-Perspektive fährt. Ich fahre auch nicht mit Cockpit-Perspektive. Motorhaube. Ich hab's mir erst so extrem wieder bei Projektcast angewöhnt, mit Cockpit zu fahren. Weil wie gesagt, bei vielen Spielen ging's früher nicht. Da war die Ansicht so komisch, dass du die Kurven nicht einschätzen konntest. Ich habe allgemein so Probleme mit Cockpit-Perspektiven. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, die einzigste Strecke, wo ich jemals Cockpit-Perspektive hier gefahren bin, also jetzt komplett, ist die Nordschleife. Du brauchst ungefähr 3-4 Runden bei Projekt hast, bis du dich so an die Cockpit-Perspektive gewöhnt hast. Und wenn du die dann noch mit dem Winkel und dem Sichtfeld, wie Vermont mir empfohlen hat, wirklich einstellt, mach einfach mal Pause irgendwo und dann stellst du um mit diesen ganzen Tasten E, Plus, Minus. Hab's mir jetzt so eingestellt, 3 Runden hab ich dran gewöhnt, perfekt. Ich brauche fast diese Knöpfe nicht mehr nach links, rechts drücken. Ja, kommt es auch so ein bisschen drauf an, mit welchem Auto ich eine Cockpit-Perspektive fahre. Zum Beispiel mit dem Profi-Perspektive eine Cockpit-Perspektive fahren. Hier genau, und das ist das, was ich gerade meinte. Das musst du dir mit diesem Blickwinkel und diesen Einstellungen alles einstellen. Ich habe Vermont auch nicht glauben wollen. Bis ich dann mal aus der Box raus bin und mich wirklich vorher mit den Tasten alle belegt, wusste, wo sie sind. Habe mich dann auf die Wiese gestellt und dann mir mit dem Winkel vorne ran, hier hoch, runter, rechts, links, mir halt so eingestellt, dass es passt. Und jetzt ist perfekt. Jetzt brauche ich nicht mal mehr nach links und rechts gucken, weil ich sehe links den Spiegel, innen den Innenspiegel. Ich müsste vielleicht mir die Rechtsgucktaste belegen, weil ich rechts nicht sehe, aber auf jeden Fall viel besser als vorher. Meine Füße sieht man nicht mehr. Meine Füße sieht man noch, also die Cockpit-Perspektive
beim Ginetta finde ich ein bisschen katastrophal. Genau. War beim BMW genauso. Musst du einfach mal versuchen. Ja, mach ich mal nach dem Rennen. Vermont hat mir da immer Texte unter meine Videos geschrieben. Und ich sage, es geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich es noch einstellen soll. Na, also wieder resettet. Nochmal. Und dann wieder so auf die Blickwinkel von Projektcars am Anfang zurückgestellt. Und du kannst ja die Kameras noch einstellen. 80%, 90%, 100% und so. Da habe ich es gelassen. Und habe mir dann halt die Tasten belegt mit Sitz rauf, runter, vorne, hinten. Und dann kannst du Blickwinkel erhöhen. Und irgendeinen anderen Winkel hast du da, glaube ich, noch. Und dann kriegst du wirklich perfekt hin, wenn so wie du gerne haben möchtest. Ich war nämlich sonst auch immer so ein Haubenfahrer. Außer von hinten, kann ich nicht so, dass du das Auto komplett siehst. Geht mit Lenkrad überhaupt nicht, mit Controller auch nicht. Ich bin froh, dass mein Ping durchgehalten hat. Das heißt, mein Vater ist noch nicht aufgestanden. Das ist gut zu wissen. Ja, ab morgen ist er eh wieder nicht da. Da ist er nämlich in Duisburg arbeiten. Wie alt bist du, wenn ich mal fragen darf? 22. Okay. Ich bin 35 geworden, dieses Jahr. Ich bin meistens im TS immer der Jüngste. Wir sind alle. Also, ich bin aber nicht der Älteste. Jörg ist 44, glaube ich. Denke mal, Schieb von der Stimme her klang auch ziemlich reif, um mal nicht alt zu sagen. Ja, so. Irgendjemand war noch so in meinem Alter. Ach, du bist 39, cool. Da sind wir wirklich alle so fast in dem. Zwischen 45 und 25, so glaube ich, sind so der größte Teil. Immer bin ich der Jüngste, läuft. Ich habe bis jetzt nicht jeden gefragt. Wie alt jemand ist. Aber nee, aber dafür, dass du 22 bist und schon solche Sponsorenrennen gefahren bist, schon. Die hab ich halt durch einen Freund von mir bekommen, sonst wäre ich da nie und nimmer reingekommen. Mir hat die Chance leider nie jemand geboten. Ich denke, ich hab mich nie so schlecht angestellt. Wir haben nämlich einen Affekter sehr oft duelliert und ich habe ihn halt immer besiegt. Und das war, glaube ich, auch. War das sein Vater oder sein Onkel? Ich weiß es nicht mehr. Passt doch mal auf. Der hat mich da reingebracht. Aber dem ging es nur ums Gewinnen. Oh, bitte lass noch zwei Runden durchhalten. Der Andi kommt mir immer näher. Ich will den zweiten Platz halten. Zu viel Benzin mit. Oh, Scheiße. Ich hab's beim Nachtanken in der Box schon geahnt, dass es zu viel wird. Und ich hatte irgendwie noch 10 oder 11 Liter drin, obwohl eigentlich hätte leer sein müssen. Ist schade, dass diese Spritanzeige nicht stimmt, ja. Dass man sich darauf nicht verlassen kann, weil man guckt ja beim Training nicht unbedingt immerhin, was verbrauchst du jetzt bei den Runden. Man weiß nicht, wie viele Runden müssten jetzt sie fahren, ohne dass du in der Box warst. Weil wenn du in der Box warst, hast du ja wieder voll Sprit drin und bei der Endrunde stehen dann da 10 Runden. Ja, wie oft war ich jetzt in der Box, wie oft hat er danach getankt? Das ist alles ein bisschen schwierig so. Aber okay, lieber zu viel als zu wenig. Ja. Und ich muss jetzt unbedingt durchhalten. Ich habe den derbste Fahrfehler gemacht und 3 Sekunden verloren. Nein, Andi, du gibst mir meinen zweiten Platz. Ich geb meinen zweiten. Frage. Könnte sein, dass ich ihn ohne kriege. Ah, nee, ist ein bisschen zu rum. Ja. Ich denke mal, wenn ich jetzt keinen Fehler mache, dürfte ich den zweiten Platz halten. Nicht so wie gestern. Also sagen wir mal so, ich habe mich durch meine Fehler wieder in meinen Sieg gebracht. Ich denke mal, ich hätte bestimmt gewonnen oder ich wäre um die ersten Plätze mit. Ja. Bin ich hier schon wieder. Schon wieder. Ich merke es irgendwie nicht selber.
Jetzt dreh noch eine Runde, denn flippig aber aus hier. Ist wohl jemand erkältet? Ja, etwas. Ja, bei mir fängt es auch ein bisschen an. Nur halt, dass ich eher mehr Kopfschmerzen habe. Ja, mir macht sich wieder so auf dem Hals bemerkbar. Ja, Herbst kommt, sag ich dann nur. Haben wir eben 8 Sekunden verloren. Oh, Alter, der Andi klebt mir am Arsch. In Ruhe. Position der letzten Runde. Kein Fahrfehler machen. Mach ich lieber ein bisschen. Ich hab's geschafft. Jawohl, zwei. Hä? Wieso bin. Achso, das ist wahrscheinlich wieder so ein Fehler. Jawohl, zweite Platz gerettet. Boah. Yippie! Ja, wenn ich nicht so viele Fehler gemacht hätte. Wiederholung speichern, bevor sie wieder alle runterhin. Denk mal, diesmal werden bestimmt viele am Start stehen. Ja. Wie viel waren wir am Anfang? 16? 10? 12? 12, glaube ich. Ich glaube 10. Ne, 10 waren wir. Der Jared ist rausgeflogen und der Sheep ist rausgeflogen. Okay, müssen wir mal gucken. Ich hab's auf jeden Fall schon gespeichert. Ich auch. Wie viel hat er denn Vorsprung gehabt? 37 Sekunden, 39 Sekunden. Also, als ich, also Jared eine Minute. War bei mir 23, als er rausgeflogen ist. Na, wenigstens ja. Habe ich die Wiederholung weggespeichert. Als wenn du jetzt verlassen machst, kommst du wieder an dein Spiel zurück, aus Hauptmenü, ne? Spiel getrennt, Migration fehlgeschlagen. Na, Gott sei Dank habe ich die Wiederholung gespeichert. Das stand jetzt bei mir zumindest. Vielleicht aus dem Grund, weil Sheep der Host war, aber jetzt nicht wir alle runtergeflogen sind, sondern der Server noch gewartet hat, bis Ende ist. Jetzt vielleicht deswegen nicht in die Lobby zurückkam. Warte mal, da kam gerade was, ein Ping. Ja, hab ich auch gehört, ja. Das ist bei TeamSpeak gewesen.